Hey, willkommen zurück. Und diese Woche schauen wir uns einmal den Abgasskandal in Deutschland an und die Abgaswerte generell in Deutschland. Und wir schauen auf unsere europäischen Nachbarn, wir schauen nach Polen, nach Rumänien und dann am Schluss noch nach Österreich. Ja, der Abgasskandal in Deutschland nimmt leider kein Ende. Und er hat jetzt auch neue Höhen erreicht, denn die Konzerne VW, BMW und Daimler haben anscheinend, wie jetzt rauskam, wissenschaftliche Forschungsvorhaben finanziert, deren Ziel es war, herauszufinden, wie schädlich Stickoxide eigentlich wirklich sind, eben mit dem Ziel, sagen zu können, ach, das ist doch gar nicht so schädlich. Und im Grunde, das klingt jetzt alles erstmal nicht so schlimm. Gut, Firmen pochen immer darauf, gute PR zu bekommen. Aber das Ganze ist eben passiert durch Tierexperimente, Experimente an Affen und vor allem auch durch Menschenexperimente, die eben finanziert wurden hier von der Autolobby. Und das hat eben einen riesengroßen Aufschrei in der Politik, in den Medien, auch in der Bevölkerung gegeben. Denn grundsätzlich kann man über wissenschaftliche Experimente durchaus diskutieren, sowohl am Menschen als auch am Affen, beziehungsweise generell am Tier. Allerdings nicht zu PR-Zwecken, nicht für Werbung. Das ist etwas, das wurde scharf kritisiert, das ist auch ethisch erstmal zu verurteilen. Und das Ganze stellt jetzt auch wieder die Frage, wie das ist mit Forschungsvorhaben. Denn viele Forschungsvorhaben, die müssen schlicht einfach mal auch finanziert werden. Und viele dieser Forschungsvorhaben werden nun mal finanziert durch Konzerne, die eben da auch dran forschen wollen. Und da ist die Frage, wie wird das jetzt kontrolliert nach diesem Skandal? Gibt es da Möglichkeiten, das strenger kontrollieren zu können, dass eben sowas, wie es jetzt passiert ist beim Abgasskandal, da vielleicht nicht mehr passiert? Und wir bleiben bei Abgaswerten, denn da hat Deutschland definitiv ein Problem. Die Grenzwerte vor allem in Städten für Feinstaub und generell für Abgase sind in vielen Städten doch bei weitem überschritten und das eben schon seit Jahren. Und seit Jahren gilt eben auch eine EU-Regelung, die diese Grenzwerte vorgibt und die sagt, die EU-Staaten müssen sich daran halten, diese Grenzwerte zu unterschreiten. Deutschland tut das eben seit Jahren nicht und jetzt ist die EU-Kommission so weit, dass sie sagt, sie müssen eigentlich Klage einreichen, sie können nicht mehr länger warten. Deutschland hält sich schlicht nicht daran und dann muss Klage eingereicht werden. Und da hat jetzt Angela Merkel dagegen gesteuert, gesagt, sie wird schnelle Lösungen finden für diese Abgasprobleme. Wie wir alle wissen, gibt es nun mal, was Abgase und vor allem was Klimaschutz angeht, einfach keine schnellen Lösungen. Dementsprechend ist das mehr oder weniger eine Farce und da werden wir jetzt sehen, ob dann tatsächlich überhaupt Bewegung in die ganze Sache reinkommt. Denn ansonsten drohen einfach Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten und das dürfte viele private Leute eben treffen, die dann zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit kommen. Aber eben auch unsere deutsche Wirtschaft würde dadurch wirklich hart getroffen werden. Und deswegen ist das wirklich die Notlösung, die es geben sollte, falls es eben diese Grenzwerte nicht unterschritten werden können durch andere Maßnahmen. Wir schauen diese Woche auch nochmal auf die GroKo-Verhandlungen in Deutschland, die ja immer noch laufen, wo es aber tatsächlich jetzt Fortschritte gibt und bis Sonntag sollen sie theoretisch abgeschlossen sein. Es gibt Einigkeit beim Thema Bildung, beim Thema Kindergeld, beim Thema Rente und auch bei der Zuwanderung. Das einzig große, wirklich strittige Thema ist noch die Bürgerversicherung und ob die kommen wird oder nicht, das steht in den Sternen, das werden wir dann morgen am Sonntag hoffentlich erfahren. Das Ganze ist allerdings sehr teuer, denn die ganze Einigkeit, die da demonstriert wird, die ist sehr teuer erkauft. Es gibt diesen Finanzspielraum von 46 Milliarden für die neue Regierung und der ist mehr oder weniger mit den Themen, die jetzt schon beschlossen sind, voll ausgeschöpft. Beide Parteien, die SPD und CDU/CSU, hoffen hier tatsächlich darauf, dass dieser Finanzspielraum einfach größer wird, damit sie noch mehr durchsetzen können. Jedenfalls, egal was ist, sofern die große Koalition kommt, wird sie sehr, sehr teuer werden für Deutschland. Wenn wir zu unseren Nachbarn nach Polen schauen, dann sehen wir, dass da gerade ein Gesetz verabschiedet wird, was dafür sorgt, dass wenn man in Polen, sowohl als Ausländer als auch als Pole, NS-Konzentrationslager als polnische Todeslager bezeichnet, man bis zu 3 Jahre ins Gefängnis wandern kann dafür. Und da gibt es jetzt berechtigte Kritik von überall auf der Welt, aber vor allem eben aus Israel, dass gesagt wird, das widerspricht schlicht der Geschichte. Selbstverständlich ist das nicht von den Polen organisiert gewesen, aber auch Polen haben selbstverständlich an den NS-Verbrechen mitgewirkt, geholfen und das kann so nicht geleugnet werden, das darf so nicht geleugnet werden. Der polnische Außenminister hier versteht ein bisschen die Kritik, sagt aber, er möchte die Diskussion über den Holocaust gar nicht verbieten. Er selber ist nur der Meinung, dass international gesehen den Polen hier Verbrechen zugeschrieben werden, die sie nicht begangen haben. Und da kann man sich jetzt insgesamt drüber streiten.
Aber es zeigt doch sehr deutlich, wie vor allem Polen, aber auch andere EU-Staaten immer rechtsnationalistischer werden. Es gab jetzt auch in Polen ein, zwei Vorfälle, das wäre jetzt zu viel für diese 10 Minuten, wo aber rechtsnationales Gedankengut immer mehr in die Öffentlichkeit getragen wurde. Aufmärsche in Nazi-Uniformen in Wäldern von irgendwelchen kleinen Gemeinschaften, die nicht explizit verurteilt wurden, etc. Also wir werden sehen müssen, wie sich das immer noch weiterentwickelt. Aber da ist dieses Gesetz einfach, finde ich, einfach das falsche Signal zur falschen Zeit, wenn es doch sowieso ein Problem mit, ja, rechtsnationalistischem Gedankengut, vor allem in Polen gibt. In Rumänien ist jetzt erstmal seine Frau Regierungschefin geworden, was im Grunde erstmal zu befürworten ist. Wenn wir uns die Person anschauen, müssen wir das Ganze allerdings etwas differenzierter betrachten. Denn es handelt sich um Viorica Dăncilă, ich hoffe, das war so richtig ausgesprochen, die schon die dritte Regierungschefin innerhalb von einem Dreivierteljahr ist. Die anderen beiden wurden durch parteiinterne Machtkämpfe abgesetzt. Und das bedeutet, in Rumänien geht es gerade hoch her. Und sie selber ist Befürworterin einer Justizreform. Und das Wort haben wir ja doch in den letzten Monaten schon öfter gehört von europäischen oder osteuropäischen Nationen. Diese Justizreform soll eben der Regierung mehr Kontrolle über die Justiz geben. Und das Ganze wird von der EU, aber auch von vielen EU-Staaten eben kritisiert, dass die ganzen Antikorruptionsmaßnahmen etc. in Rumänien, dass das Ganze ein bisschen untergräbt und dass es vor allem kein Schritt ist zu einem immer demokratischeren Staat, sondern leider eben in die andere Richtung. Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Und die muss ich anfangen mit etwas, was ganz und gar nicht gut ist. Und das ist nämlich die Burschenschaft Germania in Österreich. Und denn die ist sehr, sehr rechts. Tendenziell eher nationalistisch angehaucht. Und da ist nämlich jetzt in den letzten Monaten ein Liederbuch aufgetaucht, das innerhalb dieser Burschenschaft kursiert hat. Unter anderem mit dem Zitat: Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gunion, gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die 7. Million. Klar, in Anspielung an die 6 Millionen Juden, die während der Nazizeit vergast wurden. Und das Ganze ist so widerlich, dass selbst eben diese Burschenschaft, die schon so lange existiert und die durchaus auch Einfluss auf die Regierung hat, denn die FPÖ, praktisch die österreichische AfD, ist mit in der Regierung. Aber trotzdem hat das Ganze so große Wellen geschlagen, dass ein bekannter FPÖ-Politiker, Landbauer nämlich, jetzt zurücktreten musste, denn er war lange Vorsitzender dieser Burschenschaft. Und es gibt auch Diskussionen, ob diese Burschenschaft insgesamt jetzt aufgelöst werden soll. Das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen, denn das finde ich doch eine sehr gute Nachricht, dass da mal Bewegung kommt und dieses ganze rechtsnationale, diese rechtsnationalen Gemeinschaften ein bisschen aufgebrochen werden, dadurch, dass es an die Öffentlichkeit kommt, was für widerliche Gedanken da eigentlich ausgesprochen werden. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video angekommen. Bei Fragen, Kommentaren, Anregungen, alles gerne in die Comments. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche beim nächsten Video wieder.